All diese Menschen teilen eine Leidenschaft: das Tanzen. Hunderte von Tänzerinnen und Tänzer von zeitgenössischem Tanz, Jazz oder auch Ballett teilen sich am Samstag die Bühne auf dem Zentralplatz. Eine von ihnen ist Meret Strasser, hier auf der linken Seite. Sie ist bei der Tanzschule Move. Es hat mir mega Spass gemacht. Es hat mega viele Leute gehabt, ja, mega Freude gehabt. Und ja, es war cool. Ich finde es immer schön, anderen Leuten zu zeigen, was wir so gemacht haben, was wir eingestudiert haben. Und ja, es macht einfach Freude, auch das zu teilen, was wir gemacht haben. Die Veranstaltung Tanzfest, die in rund 30 Schweizer Städten gefeiert wird, gemäss der Choreografin der Bieler Tanzkompanie, ist es für Tänzerinnen und Tänzer ein Moment des gemeinsamen Austauschs. Das tut vor allem den Tanz zugänglich machen an den Leuten, die sich vielleicht sonst nicht trauen oder die, die es vielleicht nicht so kennen. Was ist das eigentlich? Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Dass man sich zusammenfindet als kleiner Clan. Ein starker Moment in einem ungewöhnlichen Erscheinungsbild. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass die Bieler Tanzschule mitten auf einem öffentlichen Platz auftreten. Es gibt eine Experience. Es gibt den Schülerinnen und Schülern auch Erfahrung, in einer Situation zu sein, die manchmal etwas hektisch ist. Man kommt an, kennt die Bühne nicht, weiss nicht, von welcher Seite man auf die Bühne kann. Von hinten, von der Seite, von vorne. Und das alles in wenigen Sekunden zu machen, verlangt von innen auch eine gewisse Reife. Das ermöglicht einem, immer zu wachsen. Das Ziel des Tanzfest ist es, Tänzerinnen und Tänzer aus der Region in den Vordergrund zu stellen. Alle Amateure sind eingeladen, sowohl lokal als national. Also alle Künstler sind eingeladen. Und zwar ist es so, dass egal eigentlich der Stil oder egal das Niveau, das man hat im Tanz, wir feiern alle heute den Tanz. Und darum sind alle eingeladen. Und Tanzschulen sind nicht die einzigen, die an diesem Samstag auf die Bühne steigen. Was ich halt nicht schön finde jetzt auch beim Tanzfest, dass es den Mix hat von Tanzschulen, die Amateur-Tänzer sind, Hobby-Tänzer. Und nachher aber auch Companies, die professionell unterwegs sind. Und da hat man so ein bisschen das Gemisch. Also man sieht, so ein bisschen, wo kann es hergehen kann. Was kann man mit dem alles machen, mit dem Tanz? Amateur oder Profi, auch das Publikum hat während diesen vier festlichen Tagen tanzen. Laut den Organisatoren haben im ganzen Land rund 100'000 Leute an dem Tanzfest mitgemacht.